Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Anekdote. Mitgeholfen. Friedrich ging einst in der Dämmerstunde in seinem Schlosse zu Potsdam durch den Empfangssaal. Er fand sonst niemand darin anwesend als einen Handwerker, der sich bemühte, auf einer Leiter zur Wanduhr zu gelangen. Die Leiter wollte aber auf dem glatten Boden nicht recht haften. Dem praktischen Blicke des Königs war dies ganz erklärlich. Er fragte den Handwerker, was macht er da? Unbefangen erwiderte dieser, ich bin der Hofuhrmacher, vom Hausintendanten befohlen, die Uhr zu reparieren. Und ich will sie eben abnehmen, aber die Leiter hält hier nicht auf den zu glatten Dielen. So steig er nur hinauf, ich werde die Leiter halten, sagte der König. Dies geschah denn auch, und der Uhrmacher hatte schnell die Uhr von der Wand gelöst, nahm sie unter den einen Arm, die Leiter unter den anderen und verneigte sich dankend für die herablassende Güte. Der Handwerker entfernte sich. Friedrich folgte ihm, erfreut, sich einem armen Menschen nützlich erwiesen zu haben. Am anderen Morgen erhielt der König die schriftliche Meldung, dass aus dem Empfangssaal die Uhr gestohlen worden sei. Dem König war das natürlich augenblicklich klar. Er hatte, wie er nun überzeugt war, nicht dem Hofuhrmacher, sondern einem Diebe die Leiter gehalten. Aber statt nun ärgerlich zu werden, schmunzelte er vielmehr über den komischen Vorfall. Und er schrieb an den Rand, laufen lassen. Habe selbst die Leiter gehalten, also mitgestohlen.